Hallo und willkommen zurück bei dem Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, ich begrüße euch wieder mal aus dem Hauptmenü heraus, nämlich um anzukündigen, dass das nächste große DLC für Pillars of Eternity da ist, nämlich Sucher, Schlechter und Überlebender oder auf Englisch Seeker, Slayer, Survivor. Deswegen das schöne S hier eigentlich. Neben Beast of the Winter haben wir jetzt schon das zweite von drei DLCs, was wir auch in das Let's Play damit einbringen können. Yay! Das fand ich echt einen sehr netten Move von Obsidian, die Collector's Edition oder Deluxe Edition mit Season Pass auszuliefern, dass wir gleich Zugang auf die DLCs haben und ich das auch gleich mitmachen kann, wenn sie raus sind. Und ich denke mal, so wie wir vorankommen, könnte es sein, dass wir auch noch das dritte DLC kriegen, bevor das Let's Play zu Ende ist. Aber das werden wir sehen. Wenn nicht, gibt es halt das dritte DLC erst im zweiten Playthrough mit unserem Paladin, den ich ja zurzeit noch in Pillars of Eternity 1 spiele. Gut. Machen wir weiter. Je nachdem, wie viel Glück wir haben, dauert das Laden nicht ganz so lange. Ah ja, das Laden dauert doch länger. Naja gut, das ist hauptsächlich das Initialladen, das ich euch ja meistens eigentlich erspare, aber dadurch, dass das neue DLC draußen ist, wollte ich euch halt auf dem Laufenden halten, deswegen. Find's auch immer nett, dass Obsidian das so anzeigt da unten, welche DLCs installiert sind. Auch beim ersten Teil und bei Tyranny. Ja, noch Leder. Und da hat er geladen. Hoffe ich jedenfalls mal, dass er jetzt dann geladen hat. Ja. Genau, Sucher, Schlechter, Überlebender wurde installiert. Du beginnst automatisch die erste Quest dieses Abenteuers, wenn der Hüter mit dir Kontakt aufnimmt, nachdem du in Pillars of Eternity 2 Deadfire bald genug vorangekommen bist, um Kasuvari zu erreichen. Ah ja. Gut, die Sache ist jetzt die, wie machen wir das Problem hier? You flaccid buzzer. Peace, ja, ja. See, did I not tell you earlier? Martino talked Cousin Belda into robbing the Bardato. We need to get Belda out of there before she's taken and interrogated by the stinking Bardatos. I'll even pay ja, ich hole sie für euch da raus. Take care of Belda and you won't get pitched to the gullet with the rest of my house. Vielleicht haben wir ja Glück und können sie da eher friedlich rausholen. Also wir selber. Aber wir werden wahrscheinlich die Fehde zwischen den beiden Familien nicht mehr lösen können. Das haben wir dann doch etwas verkackt. Ach, mich wundert es gerade, dass hier unten nicht aufgedeckt ist.
Ja, außer du magst es immer noch nicht, das ist klar. Und ich dachte schon, unsere Formation wäre gerade ein bisschen zerbröselt, aber ist ja alles gut. Okay. Dann erstmal raus hier wieder. Und eigentlich sollte ich Edda immer in meiner Gruppe behalten. Alle anderen kann ich ab und zu mal austauschen. Ist übrigens auch ein gewagter Move, eine Fünfergruppe zu machen. Das hatte ich bis jetzt auch noch nie. Kenne Vierer- und Sechsergruppen. Und aus irgendeinem Spiel kenne ich auch Achtergruppen, aber hauptsächlich sind Sechsergruppen oder Vierergruppen. Weil das am meisten irgendwie immer Sinn macht. Außer in Eye of the Beholder, da kann man nur 4 Charaktere erstellen, aber 2 NPCs mit dazu nehmen. So, dürfen wir bald mal was sehen. Ja, dürfen wir. Aethys is risen again. He is glorious in form and purpose. Hatten wir mit dir nicht schon das Vergnügen? John shepherds us all, traveler. Seek out his temple along the sacred stair, that thy path shall be made clear. So, hassen die uns da drin hier gleich? Noch nicht. Esida hatte recht, holt euch die... Was? Nicht sehr freundlich. Das ist jetzt nicht so schön. Ach ja, da die Hilfe jetzt ausgeschaltet ist. Ups. Der Bandetto-Fechter ist im Tode, ne? Also wird der mal weggemacht. Xoti, heil mal so. So. No mercy. Uralte Erinnerung, Kite Fenrir. Ach so, habe ich das durch Heiligen Glanz jetzt gemacht? I am stuck. Aid me. Ach so, wenn ich irgendwelche Bossgegner töte, dann... Ach, das ist der Schlund. Gut, ich habe kein Aggressivitätszeug einstecken müssen.
So, wir sind nicht mehr bewegungsunfähig. Ne, ich werde nicht die gesamte Batato-Familie auslöschen. Eigentlich wollte ich nicht mal die auslöschen, die ich gerade ausgelöscht habe, aber eine andere Möglichkeit, in die scheiß Schatzkarte zu kommen, habe ich nicht. A shadow comes to muddy the light. Ja, das könnte knapp werden. Wahrscheinlich schaffen wir es dann nie im Leben durch. So, der da noch weg. Okay, sind das irgendwelche Special Effects? Kamera. Tötungskamera. Bei einer erzeugt die Tötungskameraaufnahmen basierend auf den wesentlichen Kampfmomenten und den vom Benutzer gewählten Kameraeinstellungen. Bestimmt die Häufigkeit, mit der eine Kampfhandlung eine Aufnahme der Tötungskamera auflöst. Freunde tot, also wenn ein Freund tötet, stirbt. Häufigkeit der Niederschläge, nur die letzten, okay. Ja. Au, Blut. Hauptmann Livani, meine Kundentiere gänzen. Ich will jetzt sofort deine Befehle von Atello hören, schreit Hauptmann Vilami heiser. Such an offer. What do you say I just play it all evasive until we inevitably come to blows? Welcher Angebot? Was hältst du davon, wenn ich einfach ausweiche, bis es unvermeidlich zum Kampf kommt? Die Hand der Team wartet zu ihrer Pistole. Bad offers never lead anywhere good. Schlechte Angebote führen nie zu etwas Gutem. Batato, Söldner, Kampfmann, wir haben Gesellschaft. Eine der Wachen von Vilami richtet die Aufmerksamkeit ganz auf dich. Du, Matiko, hast du von Anfang an für die Valera spioniert? Hauptmann, schade, dass wir uns unter diesen Umständen wiedersehen. Geh zur Seite, Hauptmann, ich würde dich lieber nicht töten. Ich bin sicher, dass wir uns vernünftig einigen können. Die Vernunft kann in dem Moment abhanden, als du dich eingemischt hast. Vilami deutet seinen Männern anzugreifen. Ja. Ja. Irgendwie ist die Kamera ja schon cool. Mal sehen, ob sie auf Dauer nervt. So, es ist schön zu sehen, wenn Edda so viele Angriffsbindungen hat. Good work. That old veteran put up a spirited fight. Gute Arbeit, der alte Veteran hat sich wacker geschlagen. Bader begrüßt ihn mit einem müden Grinsen und hält sich eine Wunde an der Seite. Didn't go exactly as planned, did it? If Azali didn't know you were crossing her, I bet she's figuring it out in a hurry. Mm. Oh.
You head up those stairs and her people will cut you down. I suggest you head out the way I came. Out the window in the room down that way. I can take care of myself. Just need a rest. Wenn du die Treppe hochgehst, werden dich die Leute umlegen. Ich schlage vor, du gehst auf dem Weg hinaus, auf dem du hereinkamst. Über das Fenster dem Raum da entlang. Ich kann auf mich aufpassen, ich muss mich nur kurz ausruhen. Brauchst du Hilfe? It's touching that you care. Just leave the window open. I'll see myself out.